Bei Lawinenunfällen haftet prinzipiell jeder Skifahrer selber. Es gibt dann die sogenannten Garantenstellungen, zum Beispiel der Skilehrer, der Bergführer, der in diesem Falle die Verantwortung für seine Kunden übernimmt und für ihre körperliche Unversehrtheit eben zu garantieren hat. Der Pistenhalter selber ist für den freien alpinen Raum nicht verantwortlich, muss aber Warnschilder aufstellen und den Übergang von der gesicherten Piste ins ungesicherte alpine Gelände signalisieren. Weiters gibt es vor allem in Österreich Regelungen, was die Verantwortung von Lehrpersonen bei Ausflügen, Gruppenausflügen, Winterausflügen betrifft, die ebenfalls die Verantwortung für die Schüler zu übernehmen haben. Es gibt dann die sogenannten Führer aus Gefälligkeit, die unabhängig von einer vertraglichen Verpflichtung Verantwortung für weniger erfahrene Personen und Gruppenmitglieder zu übernehmen haben.